Willkommen, willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer. Hype, Abo und Like, ihr wisst ja, wie das Spiel geht. Abo Gott ist mein Gott hier auf YouTube und natürlich auf Twitch. So, heute sind wir mal wieder dabei. Wir machen einen Sack voll Streams und ich hoffe, mit der Lautstärke stimmt es. Hamstermama ist eigentlich dabei, aber wie das Leben so spielt, haben wir gerade festgestellt, dass sie was Grünes anhat. Und deswegen mit dem Greenscreen verschmolzen ist auf unglückliche Art und Weise. Und deswegen hat sie sich kurz nochmal verzogen, um was anderes anzuziehen. Ja, willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir spielen wieder Elden Ring. Elden Ring, oh Gott, endlich wieder die Dark Souls Experience. Die Dark Souls Experience mit vielen Toten, bei denen wir uns an den Gegner ranwerfen und unser Bestes geben, um zu überleben und zu gewinnen. Und zum ersten Mal können wir so springen. Ziemlich krass, ne? Hallo! Ziemlich krass. Jetzt habe ich mich von grün zu blau gewandelt. So, wir haben hier oben einen Gegner besiegt. Forlorn Hound. Den Kommentare vorgelesen? Nein, noch nicht. Ich habe auf dich gewartet, damit du das tun kannst. Hallo, Anne! Boah, ich muss ein bisschen vor. Peter Egler, das war lustig. Mimimi Frankenhans Sekiro war die Aufwärmphase, ist richtig. Terry schreibt, 2 Streams schon angekündigt. Wenn ich morgen nicht wieder arbeiten müsste, würde ich ja fast denken, dass Weihnachten ist. Mhm. Hallo Lord Boysen. Raven P. schreibt, Team YouTube voted für Hamstermama. Hallo Saturday Imperishable. Terry schreibt, ich denke, zu viele Hoffnungen sollte man sich diesbezüglich nicht machen. Wir sind am Start. Hashtag Team Red. Hamster ist bald dead. Hamstermama kommt in Fahrt. Thea dann schreibt, das ist der Wille der Community. Wir müssen es nur so lange hypen, bis es zu einer selbstführenden Prophezeiung wird. Ach nee, selbsterfüllenden Prophezeiung. Hallo Nari Rose. Hallo. Kann das Mikrofon kann man ein bisschen sehen. So. Kann das nicht auch 3 Minuten früher losgehen? Prinzipiell. Geh noch schnell an den Kühlschrank und hol mir dir ein paar Snacks, dann geht's los. Wir haben auch Snacks. Gibt es auch einen Stream, wo du nicht am Meckern bist? Nein. Ich mecker doch gar nicht. Achso, das war auf Tialon bezogen. Also. Okay. Außerdem kommt die Ankündigung auf YouTube ja schon sehr viel früher. Wer pünktlich da sein will, der ist ja auch da. Statt 10 Minuten, 3 Minuten countern wäre auch okay. Ja, das entscheide ich dann immer. Spontan, wie lange der eigentlich geht. Eigentlich will ich ihn gar nicht so lange laufen lassen, den Countdown. Eigentlich will ich ihn gar nicht, aber ich habe das Gefühl, so ein bisschen vorher laufen zu lassen, ist schon okay und kann man gebrauchen. Und manchmal wollen wir anfangen und dann gibt es ja doch so ein paar Dinge, die wir dann davor noch kurz erledigen müssen. Und es wurde zweimal geschrieben, wo ist Hamstermama? Ja, Hamstermama musste sich umziehen. Naja, 18.30 Uhr heißt 18.30 Uhr. Und dann wurde geschrieben, es ist 18.33 Uhr. Unfassbar, Hamster. Hamster läuft heute schnell mit dem roten Pulli. Ja, richtig. Mhm. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid, generell erstmal. Erste Aktion, nimm den Hut ab. Nimm welchen Hut? Ja, er. Die Maske. In deinem Spiel. Ach so. Soll ich den Hut abnehmen? Nein. Okay, ich nehm ihn runter. Terry hat noch geschrieben, meine Güte, ich hab noch einen anderen Helm. Sei doch einfach froh, dass du den Stream schauen kannst. Ich bin froh, dass ihr alle dabei seid und mitmacht, weil mit euch macht das Ganze viel mehr Spaß. Auch wenn oder vielleicht gerade weil ich noch sehr wenig Ahnung habe von dem, was hier in diesem Land eigentlich passiert. Wer gegen wen kämpft, warum wir hier überhaupt kämpfen. Aber all diese Dinge werden sich klären in den nächsten Stunden, Minuten, Jahren, je nachdem, wie lange wir brauchen, um das durchzuspielen. Amok 1980 schreibt, wäre doch cool, wenn sie nur so schemenhaft dabei wäre wie die anderen Spieler im Game. Ja genau, und ich ploppe dann irgendwie so plötzlich auf. Da wird wieder gekämpft. Eigentlich hätte ich gern eins von diesen Schilden, von diesen Kriegern. Ich glaube, deren Schilde sind schon besser als das, was ich gerade habe. Das ist richtig, aber wenn du sie umbringst, bekommst du dann eins? Ja, das wissen wir. Die haben bestimmt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das Zeug gedroppt wird.
Aber so richtig eine Chance scheinen sie nicht zu haben. Die kommen mit den ganzen Gegnern nicht so zurecht, wie wir das tun würden. Auf was möchtest du eigentlich gehen, Hamster? Stärke, Geschick oder Magie? Fragt Harry Rose. Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich habe schon so ein bisschen Bock auf eher Geschick zu gehen. Aber Magie wohl eher nicht. Nee, Magie eher nicht. Dylan schreibt, Hamster, wenn du so weitermachst, am alarmiert noch irgendjemand die Tierschutzbehörde. Warum? Ach so. Lass mich in Ruhe. Ich habe dir geholfen. Kümmere dich um die anderen Viecher. Ach Gott, sie hat keinen Bock, sich um die anderen Viecher zu kümmern. Raven P schreibt, Legend of Total War bewertet die Warhammer 3 Kampagne offiziell als schlechteste Total War Kampagne ever. Oh, zum Glück will er eh keinen Content mehr machen für Creative Assembly, weil sie ihn zu sehr genervt haben. Okay, jetzt wollen alle auf mich. Nein, sie kämpfen doch gegeneinander. Das Schild ist das Beste, was du bekommen kannst. Es ist das Farmen wert. Das was? Mary Russell, das Farmen. Es ist das Farmen wert, aber nein, ich bin nicht so der Farmer. Da hab ich nicht so Lust darauf, das zu tun. Aber die Typen kriegen wir trotzdem kaputt. Da bin ich recht zuversichtlich. Und kaputt. Haben wir eigentlich ein Ziel, wo wir hin müssen? Wollen? Sollen? Ja, also wir müssen zu diesem einen Boss und den kaputt machen. Wir haben zwei Bosse, die wir doch bekämpfen können, oder? Also einen haben wir jetzt erstmal erledigt und den zweiten, da habe ich mich ja zurückgezogen, weil er mir zu stark gewesen ist, weil ich noch nicht so in the game bin, um ja die notwendige Kraft und Stärke zu haben. Deswegen gehe ich jetzt erstmal woanders hin, um die Gegend ein bisschen zu betrachten. Oh, ich kann sogar mehrere Marker auf der Karte setzen, erkenne ich gerade. Ich bin in die falsche Richtung gegangen. Und ich gehe mal zu dieser Brücke, die da hinten ist. Was eigentlich das Ziel... Oh. Hier gab es ein Lager von diesen grauen Menschen oder grauen Kreaturen. Und diese Krieger haben sie wohl angegriffen. Und es interessiert mich natürlich schon hier. In diesem Spiel ist ja die Story der halbe Spaß an den Ganzen. Also wir sind einer der Tarnished, also der Verfärbten. Oh Gott, da ist die Krabbe. Aber jetzt bist du aus der Krabbe. Am Wasser. Ich gehe lieber woanders hin. Und da waren Libellen. Ja. Also, Rambi schreibt, der Soldat sieht gerade aus wie ein Stirnländer mit grün-rotem Gewand. Stirland. Terry hat geschrieben, so kacke findet er die Kampagne jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ja, ich meine, ist natürlich alles Geschmackssache, was man gut und was man nicht so gut findet. Rampy schreibt, Ed Hamstermama, alle Kollegen, die mit Firmen aus dem Energiesektor zu tun haben, schon die Krise bekommen. Tatsächlich ist zwischen den Teams nicht so ein starker Austausch, daher... Zwischen welchen Teams? Zwischen den Teams, also zwischen den Prüferteams. Ach so. Mit den verschiedenen Mandaten. Dadurch, dass wir da so gut wie keinen Austausch haben, vermute ich mal, dass sie die Krise bekommen haben. Warum haben sie die Krise bekommen? Naja, Energie. Ach so, weil die teurer wird. Ja, aber das bekommt man tatsächlich als Prüfer dann eher ein bisschen später mit, außer man ist im Consulting. Aber wie schon gesagt, dadurch, dass es nicht so einen großen Austausch gibt, kann ich das gar nicht beantworten. Nari Rose hat geschrieben, die heißen Halbblüterhamster. Ah! Oh Gott. So beleidigen die Menschen sie. Wer sind Halbblüter? Quasi zwischen Teams eine Chinese Wall. Ja, aber tatsächlich glaube ich gar nicht so sehr eine beabsichtigte, sondern weil irgendwie jeder mit seinem beschäftigt ist und man sich ja auch nicht so sieht. Da hängen auch so ein paar Typen rum. Und da ist so ein... Guck mal nochmal in diese Richtung. Da ist auch irgendwas. Ja. Ich würde mich ehrlich gesagt gerne irgendwo hinstellen zum Speichern. Ich bin fast tot. Ach, kann so? Ich mir eigentlich irgendwas craften? Das geht doch hier irgendwie. Und wo ist denn der letzte Speicherpunkt gewesen? Das ist schon eine Weile her.
Haben wir keinen gefunden oder sind wir dran vorbei? Naja, der Punkt, von dem ich gerade komme, da gab es ja gerade schon so ein Boss. Da gab es den letzten Speicherpunkt. Eigentlich sollte ich mich fast zurückziehen und erstmal meine ganzen Runen, / Seelen, mal benutzen. Aber dafür bin ich zu mutig. Ist ja klar. Hamster will speichern? Fragt Tehalon entsetzt. Also, ja. Hier kann man ja nicht so richtig. Richtig speichern kann man ja nicht. Hier in diesem Spiel. Denk dran, Hamster, was wir aus der Open World gelernt haben. Grinden, grinden, grinden. Ohne Fleiß kein Preis. Nein, ich mag kein Grinden. Das ist... Oh, der Grind ist etwas, da habe ich so absolut gar keinen Bock drauf. Finde ich extrem nervig. Mir macht mir keinen Spaß. Hier ist auch wirklich irgendwo kein Speicherpunkt. Der Speicherpunkt ist wahrscheinlich noch bei dem Baumviech im Keller unten. Ja, so ähnlich. Oh Gott. Er hat dich gesehen. In diesen Schädeln sind Goldruhen drin. Ja. Kommt er mir hinterher? Nee. Ich fühle mich... Für mich wie Link beim Erkunden. Oh, da hinten ist wieder so ein Ritter auf Pferd. Der hat letztes Mal schon den Boden mit mir aufgewischt und es wird hier bestimmt genauso sein. Nicht anders sein, ja. Aber irgendwie gibt's auch einfach echt keinen Speicherpunkt. Ja, ich kann mich wahrscheinlich hinteleportieren zu einem und wisst ihr was, wir machen das jetzt einfach mal. Und wir müssen sowieso wieder hier in die Gegend, oder? Tatsächlich. Wir können schnell reisen, solange wir nicht im Kampf sind. Sehr nett. Und da können wir uns dann hinsetzen. Und vielleicht mal ein bisschen Hintergrundwissen erfahren, was wir eigentlich machen müssen. Wir können auch Zaubersprüche uns endlich... wir brauchen 10 Faith. Also ein bisschen Faith brauchen wir. Sollten wir aufleveln auf 10. Dann kann ich nämlich Feuerbälle werfen. Da haben wir jetzt 10. Und was brauche ich? Ein bisschen mehr Stärke brauche ich auch noch für die Zukunft. Naja, so gutes Level-Design wie die Ocarina of Time gibt's nicht. Ocarina of Time. Lange ist es her, das Ganze. Kannst du noch mehr aufleveln oder war's das? Ich kann bestimmt noch aufleveln, wenn ich einige der Runen, die ich in der Hinterhand habe, einsetze. Long lose all runes. Hallo Sebastian, guten Abend. Hallo, schön, dass du dabei bist. Wir haben hier Golden Runes, die können wir aufbrauchen. Und zwar habe ich was? Ich habe 11 normale. Mhm. Soll ich die mal alle? Ich bloß mal eine. Eine, ja genau, um mal zu gucken. Wie viel gibt mir eine? 200. Naja, komm. Dann hauen wir die mal weg, das ist eh nicht so viel. Und später brauchen wir die eh nicht mehr, weil die so wenig geben. Also weg damit. Habe ich nur eine benutzt? Okay. Nee, du kannst bei You Selected, kannst du dann alle benutzen. Das Spiel mit dem besten Level Design war Gothic 1. Ein bisschen Stärke sollte ich haben. Ich denke, auf 12 Stärke sollten wir kommen. Damit, weil auch ein bisschen Stärke braucht man auch für andere Waffen. Ich bin gerade extrem eingeschränkt, was Waffen angeht. Ach so, okay. Man kannte irgendwann jeden Stein auswendig und konnte komplett ohne Karte ganz Open World erkunden. Ich habe jetzt mal meinen Quality Falcon ausgestattet. Mit einem Ash of War. Das habe ich jetzt zum ersten Mal getan. Und das probieren wir jetzt mal aus, weil ich weiß noch gar nicht so richtig, was ich damit machen kann. So, Quality Falcon ist jetzt ausgestattet. Und es macht irgendwie keinen Unterschied. Vielleicht macht es mehr Schaden. Wer weiß. Egal. Wo geht's als nächstes hin? Wir waren jetzt hier unten rechts. Ich kann auch hier diese ganze Gegend hier hochlaufen. Das würde ich mal tun.
Und dann gehe ich hier in dieses Sumpfgebiet. Das ist bestimmt. Da sind bestimmt nur Freunde. Während gerade bei Horizon renne ich von auf der Map zu. Oh yeah. Von auf der Map zu. Das lässt mir einfach keine Ruhe. Sebastian schreibt, ich kann es leider nicht spielen, da gestern meine Grafikkarte den Geist aufgegeben hat. Wir haben jemanden entdeckt. Oh, das tut mir unfassbar leid. Das muss ja grausam sein. Wie ist das denn passiert? Einfach so, ohne Warnung. Ich habe in mir gerade Angst, dass mein Prozessor irgendwann gebraten wird. Hallo, der sieht ja aus wie ein Zauberer. Mit einem schönen Hut. Hi. Wir sind der neue Tarnisch. Ein Drache im... Okay. As it is majestic. So, unless you're mad, or wish to be burned alive, stay clear of the lake. Okay, hast du noch was anderes zu sagen? Wir sollen nicht in den Lake gehen. Und weißt du, was wir machen werden? Wir gehen in den Lake. Ja, warum wundert mich das nicht? Ja. Er hat gesagt, wir sollen... Was ist das? Acquire Materials? Smoldering Butterfly. Wir haben ihm ein bisschen was geklaut. Ja, hier hat sich ein kleines Zelt gemacht, ein Bodenzelt. Oh. Muss man nicht so viel vorbereiten, wenn man es nur auf Bodenebene macht. Sehr klug. Weil klar, wenn man eh nur da drin schon unterschläft, dann reicht das ja. Ist das dieser Lake, von dem er geredet hat? Möglich. Sehr gut möglich. Ich das ist gerade an, ja. Bei den CPU-Preisen extrem ärgerlich. Oh Gott, ja. Das ist ja furchtbar. Ja. Ja, vor allem, wenn man eben gezwungen ist, sich eine neue zu kaufen, weil man sonst nichts spielen kann, ist das sehr blöd. Patrick, willkommen! Willkommen! Willkommen in der Elden Ring Hamster Army. Ist das dieser Lake? Ich vermute mit dem Drachen? Immer noch, ja. Ich sehe keinen Drachen, ich sehe nur eine Krabbe. Ach, ich bin sicher, dieser Typ hat sich geirrt. Ganz bestimmt, mhm. Oh! Okay, der Kampf auf dem Pferd. Das Pferd hat mich getreten. Hat dich oder dein Pferd getreten? Das finde ich nicht in Ordnung. Zum Glück kann ich mich heilen, während ich vor ihm weglaufe. Und da ist nochmal eine Krabbe. Kann ich mein Messer eigentlich in zwei Hände nehmen? Naja, du musst ja nicht irgendwie am Pferd festhalten. Die Libellen, das Gefährlichere. Natürlich. Uff. Natürlich wollen die nur mich kaputt machen. Mit ein bisschen Know-how und starker Kraft könnte man. Scalper werden, ja. Jetzt hat er kein Pferd mehr. Ist er gebufft, er löscht rot. Aber du machst schon ganz okay Schaden. Wieder gebufft. Okay, dieser Sprungangriff ist schon ziemlich stark. Alle paar Tage kommen ja Newsmeldungen von Leuten, die haufenweise Teststationen eingerichtet und nicht durchgeführte Schnelltests abgerechnet haben. Aber ja. Ich glaube, das geht schon eine Weile nicht mehr so wirklich, oder? Oder doch? Der Bedarf an Tests ist ja mittlerweile etwas zurückgegangen. So, da ist Krabbe die Krabbe. Krabbe die Krabbe. Mhm. Ah, oh Gott, nein! Wer hätte das ahnen können? Das ist Agro-Krabbe. Wer hätte ahnen können? Hey, immerhin bringt er die anderen Sachen für mich um. Die Libellen, danke. Diese nervigen, ja. Agro-Krabbe! Sie greift mich krabbend an. Crab-Egg. Und wenn sie einen umbringt, dann hinterlässt sie. Oh Gott, das ist noch eine Krabbe. Oh Gott, Doppelkrabbe. Dreifachkrabbe.
krabben mir hinterher, wollen immer mehr. Aber das erinnert mich auch an The Legend of Zelda, da gab es doch auch Krabben, oder? Stimmt. Krabben sind immer gut. Oder war das bei Dark Souls? Was geht denn da hinten ab? Ein Umzug. Ich bin ganz eindeutig... Soll ich die Krabben herbringen? In Bayern teils schon 1G gesehen. 1G. Ist das dann geimpft? Vermutlich, oder? Vermutlich. Na ja, getestet. Das ist ja das Geringste. Das ist das Minimum. Aber dann ist es doch, oder? 3G. Stimmt. Wenn du auch getestet irgendwo rein kannst, dann 3G. Hey, sieh dir mal die Fasnacht? Ich hab doch gesagt Umzug. Du hast recht. Du hast recht, Hamstermama. Es fehlen nur noch die doofen Witze. Tja. Holy Crab, schreibt Harry. Korrekterweise. Das sind ganz schön viele Crabs. Und da sind diese Riesen. Oh, guck mal, die ziehen einen Wagen. Ja, von diesen Wagen haben wir ja schon ein paar gesehen bei dem Lager. Da hinten steht, also da direkt vor dir steht auch ein. Nee. Ist irgendein Gegenstand. Naja, mal wieder so einer, der... Aber diesmal schaut er nach unten, der andere hat nach oben gesehen. Ja, richtig. Er hat einen Schmiedestein. Nochmal einen. Anscheinend haben alle diese Typen, die so rumstehen, einen Schmiedestein. Nur getestet. Cool. Ah, okay. Schauten sich das Impfzertifikat gar nicht mehr an. Kamen Leute und zogen ihre selbstgemachten Schnelltests aus der Tasche. Ob der wohl von heute war oder vorgestern. Tja. Oder vorvorgestern. Ja, okay, das ist natürlich dann auch wild, wenn du dann da einfach nur keinen offiziellen gebraucht hast. Sieht nicht so effektiv aus, so etwas zu ziehen. Außerdem sieht es auch nicht so aus, als würde die Physik mit diesen Ketten so ganz stimmen. Aber ich will mal nicht so sein. Ich will mich nicht zu sehr über die Physik der Ketten beschweren, wenn hier irgendwelche... Wir sind wieder Regenbogen. Verratzten Monster. Irgendwas ziehen. Irgendwas in einem Fantasy-Universum mit Magie ziehen. Naja, ich muss auch tatsächlich sagen, es einfach durch den Körper zu stechen, weiß ich jetzt auch nicht. Da hinten graben so ein paar. So effizient ist. Ich glaube, wir gehen mal zu dem Baum. Also noch nicht mal Testzertifikat, sondern selbst gemacht. Tja. Das ist natürlich wild. Ich meine, glücklicherweise können wir es uns jetzt mittlerweile leisten, weil die Lage ja angenehmerweise nicht mehr so kritisch ist. Zum Glück. Oh Gott, bin ich froh. Dass es hoffentlich ein Ende hat. Hoffentlich kommt keine böse Variante. Aber es sieht ehrlich gesagt gut aus, dass Omikron einfach beherrscht und glücklicherweise nicht so tief ins Gewebe eindringt, hat mir Karl Lauterbach gesagt. Und deswegen auch nicht so schlimm ist. Aber deswegen sich auch irgendwie schneller verbreitet, wegen irgendeiner Änderung in Spike oder was weiß ich, Protein. Tja. Zum Glück studieren das manche Leute. Das ist korrekt. So, wollen wir den Umzug ein bisschen stören? Ah, da ist ein Aufpasser. Ja. Jetzt ist er kein Aufpasser mehr. Helft ihr mir jetzt, weil ich euch gerettet habe? Nee. Nee. Die finden mich kacke. Na gut. Ja, die greifen dich auch irgendwie gar nicht an. Ja doch, die haben schon bedrohlich ihre Arme gehoben. Zeit, unsere Atomwaffenabwehr in Alarmstufe zu versetzen. Oh, da ist wieder jemand. Ach nein, ich habe außerdem schon wieder einen Heiltrank getrunken wegen nix. Was geht mit dir? Sweet Sapling of Glorious Gold. Er guckt sich den Baum an. Has your crystal teardrop ripened? Was ist der Kristalltropfen? Er hat Pilze um sich herum. Aber er sagt nichts anderes. In Elden Ring. Erinnert irgendwie an Goblin Slayer. Er gibt Hamster Atomwaffenabwehr. Tja, dann ist wieder völlig entsetzt. Zu Recht. Tja. Das war Bezug auf
Dinge, die in der Realwelt passiert sind. Okay. Was geht mit dem? Ist das wieder so einer, der... Ah ne, das ist nur ein Späher. Der sieht aber aus, als hätte er wieder eine Tröte. Oh ja. Die Typen mit der Tröte sind schon ziemlich nervig. Aber da hinten will ich hin, da ist irgendeine besondere Pflanze. Hallo? Halt, Amsel. Hi. Wo kommst du? Hi. Schön, dass du dabei bist. Oh, das ist der Stampfer, den ich mir geholt habe. Mit dem neuen Skillset. Mal sehen. Oh, der staggert den Gegner. Gar nicht schlecht. Welche Klasse spielt ihr oder du? Welchen spielen wir? Vagabund? Das ist der Vagabund. Naja, die Bundeswehr ist ja eh nicht einsatzfähig. Wir hätten eh keine Chance. Und jetzt regnet's. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob das so ist. Oh Gott. Er ist auch noch ausgewichen. Wärst du runtergefallen. Was war das? Warum war das so rot? Irgendwas Specialiges. Aber hier kannst du dich... Ach so, stimmt. Im Spiel wird einem... Da hinten laufen die durch. Es wurde einem hier am Anfang gesagt, wenn man eine Gruppe... Ist nicht so schön hier, der ist irgendwie rot. Wenn man eine Gruppe von Leuten... von Gegnern besiegt, bekommt man eine Heilung zurück. Und das war wahrscheinlich gerade der Effekt, der das bedeutet hat. Voll gut. Ravenpea schreibt, Puma-Panzer gemäß der deutschen Arbeitsschutzverordnung gebaut, damit noch Schwangere mitfahren können. Ah. Kostensteigerung 10 Millionen statt 3 Millionen pro Stück. Prioritäten und so. Aber ich dachte, Frauen und Kinder zuerst. Oh, das ist ja eine nette Blume, aber sie beschießt dich. Das sieht nicht gut aus. Gift. Jetzt hat sie ja noch gepupst. Das erinnert mich auch an Legend of Zelda. Ja, mich auch. Tja, ich habe gehört, Deutschland möchte in den nächsten Jahren unglaublich viel Geld ins Militär stecken. Nicht unglaublich viel Geld, aber das ist wahr. Und ich glaube das auch. Die Blume ist alles andere als nett, hat Held Amsel geschrieben. Ja, da bin ich mir sicher, deswegen gehen wir erstmal woanders hin. Toll, jetzt haben wir sie gesehen, jetzt hast du alle getriggert. Und, nee, wie heißt das? Angefixt und jetzt sagst du, ja, okay, nein. Dann kommen wir irgendwie so. Waypoint Ruins. Aber da, wenn du ein neues Gebiet entdeckst, dann müsste doch da auch ein neuer Speicherpunkt irgendwo sein. Nö, ne, sag wer? Ich. Danke. Boah, Agro-Pflanze. Die bewegt sich sogar. Schnell! Oh Gott! Und? Ich kann sie staggern, glücklicherweise. Mit meinen geilen Skills, die ich mitgenommen habe. Also, es sind wohl 17,4 Millionen pro Stück. Hallo, Oliver Wagner. Ich glaube es auch. War nur eine Bestärkung des Satzes. Macht nur keinen Sinn, in reine Rüstungskonzerne zu investieren, wenn die soziale Taxonomie der EU kommt. Deswegen ja auch gestreutes Portfolio. Gestreutes Portfolio. Immer wichtig. Man legt nicht alle Eier in einen Korb. Nee. Vor allem nicht in russische Aktien. Höchstens Dual-Use-Konzerne wie zum Beispiel Airbus. Deswegen... Genau, und deswegen lieben wir alle den Apothekarius aus bei den Space Marines, denn er kann sowohl töten als auch heilen. Hat er auch bei Dawn of War immer in seinem Sprüchlein gesagt. Das fand ich ganz toll. Ich kann beides. Mhm, hat's genauso gesagt. Was hat er gesagt? Vernichten oder heilen. Ich kann beides. Genau das hat er gesagt. Nett. Mhm. Netter Soundeffekt haben sie da. Ja, danke. Jetzt wird's dunkel übrigens. Ist dir das schon aufgefallen? Ja. Es gibt einen Tag-Nacht-Zyklus. Amok 1980 schreibt, die Armee des Möchtegern-Zaren ist auch ein Potemkinsches Dorf. Die werfen eh schon nervös.
Die werden eh schon nervös, weil sie genau wissen, wenn es länger als eine Woche dauert, kriegen sie Probleme. So wird es gerade in den Nachrichten gesagt. Und wenn es so ist, wäre das vermutlich gut. Auf der anderen Seite haben wir offensichtlich es mit einem Psychopathen auf der anderen Seite zu tun. Wer weiß, was dann passiert. Oder wie Amok 1980 geschrieben hat, möchte gern Zar. Schön. Was geht mit das denen? War jetzt nicht schlecht. Episch. Danke. Der hat einen Stock. Der sah aus wie ein Zauberer. Aber vielleicht war es auch einfach nur ein Wanderer, den ich gerade einfach gnadenlos umgebracht habe. Was sind das? Also es gibt anscheinend drei verschiedene Arten von Menschen oder Humanoiden. Die Zauberer. Einen, das sind diese. Halt am deutlichsten ja. Zauberer. Ja. Es gibt einmal diese grauen, so ein bisschen wild angehauchten. Da ist ein Wolf. Ja. Also klar, die Tiere, warum auch immer die mich angreifen. Ist das in The Legend of Zelda nicht auch so? Ja. Ja, ja, genau, da gibt es auch überall irgendwelche Tiere, die. Ach Gott, noch mehr Wölfe! Ah ja, da war wieder dieses. Das Rote. Dieses Rote. Wenn man eine Gruppe besiegt, bekommt man eine Heilung. Und da sind zurück. Einige Gegenstände. Kämpfst du mit dem Falchion? Jetzt habe ich auf Falchion umgewechselt. Also, Ravenpy schreibt, @Amok1980, die werden sich eine Landverbindung nach. Transnistrien, ja genau. Ufer am Schwarzen Meer sichern und den Rest zertrümmert hinterlassen. Naja, Psychopath würde ich nicht sagen. Stand Busch damals in Den Haag bis zu den 500.000 toten irakischen Zivilisten dauert es ja noch eine Weile. Aktuell. Ja, also das war natürlich auch eine Scheißaktion, ne? Von den USA. Irgendwo einfach einwandern und das ist alles schon ziemlich kacke. Also das ist bestimmt auch nicht geil gewesen. Wobei wir hier schon nochmal irgendwie eine andere Art von Level haben, habe ich das Gefühl. Also jedenfalls, boah, da kommen wir auf. Also keiner dieser Kriege und dieser Einmarsche. Warum sollten wir das? Warum machen wir das? Weiß nicht, muss man wohl weltpolitisch Ahnung haben, um das Ganze zu verstehen. Ah. So, den haben wir erledigt. So, jetzt kannst du das alles einsammeln. Und das ist immerhin eine ganz nette Mechanik, dass man dadurch immer mehr seine Heilung auffüllen kann. Dadurch wird man ein bisschen weniger gezwungen, auf dieser großen Karte immer wieder zurück zu seinen Lagerfeuern oder wie sie hier jetzt gerade heißen, zurückzugehen. Das finde ich eigentlich ganz okay. Wobei es eine vollkommen andere Art und Weise ist, wie die anderen Souls-Games funktioniert haben. Naja, in Demon's Souls hattest du Kräuter. Da warst du auch nicht gezwungen. Stimmt. Aber das ist schon lange her, Demon's Souls. Aber du hast gesagt, alle anderen Souls-Spiele und. Das ist wahr, du hast meine Inkonsistenz entdeckt und darauf hingewiesen und dafür. Deswegen habe ich dich gewaifut. Hoffentlich. Mhm. Und da gab es ja auch null Sanktionen. Busch wurde in Heiligen. Damm von Angie hofiert. Tja. So, geht's jetzt hier mal heiter weiter? Liegt natürlich auch daran, weil es unsere Verbündeten sind. Ja, das stimmt. Erst sind wir am Ende der Karte, da wird bestimmt wieder so eine. Ja. Deswegen ist ja auch Belarus, findest du total geil, was Putin macht, aber okay. Man kann jetzt sagen, eigentlich waren beide Sachen nicht sonderlich gut. Wir können da weiter, obwohl wir noch gar nicht die Karte entdeckt haben. Beziehungsweise, ich möchte nicht über ganz Belarus da reden, aber der Lukaschenko, der sagt ja, Ukraine angreifen, bombardiert sie bitte direkt aus meinem Land. Das finden bestimmt alle geil. Und ja, sind halt verbündet und so ist es dann halt. Doppelt ja, sehr episch. Hallo NYK, bin gerade auch am Zocken. Ja, hallo, freut mich. Was zockst du? Auch Elden Ring? Wahrscheinlich.
Sollen wir da unten runtergehen? Aber wahrscheinlich kommt da eine Wand. Ich glaube auch, dass da eine Wand kommt. Vielleicht bringt es uns um, wenn wir da hingehen. Deswegen lassen wir es lieber. Und eigentlich war dein Plan, zur Brücke zu gehen. Und dann hast du die Blume entdeckt. Oh. Und dann bist oh, du, die Blume. Und dann bist du wieder weg von der Blume. Stimmt, die Blume. Guck, das passiert bei Open-World-Spielen. Das passiert immer bei Open-World-Spielen. Ich gehe dahin. Ah, ich gehe doch nicht dahin. War ich schon da oben? Das kann ich dir nicht sagen. Du hast wieder einer dieser Ritter. Genau, Elden Ring. Viel Glück euch beiden. Danke. Danke. Die auch. Oh Gott, was ist da oben? Oh Gott, Zauber! Nein, ich hab schon wieder aus Versehen das Ding getrunken. Das nervt mich ein bisschen, dass... Deswegen ist Heilung ja eigentlich auch noch nichts. Nein. Die Heilung ist unten links bei dem... Wenn ich da hier wechsle. Ach so, das ist Schnellstart, ja. Und okay. Das heißt, wenn da jetzt halt nicht das Pferd drauf liegt, sondern die Heilung... Dann trinkst du halt immer. Dann trinke ich halt immer. Und das ist ein bisschen blöd. Ja, das ist so ein bisschen... Okay, zum Beispiel die Polen, die jetzt vor Putin waren, waren in Irak ja auch als Besatzungsmacht, als Koalition der Willigen mit dabei. Mhm. Feldamsel schreibt, man sieht was Interessantes und geht erstmal woanders hin. Drück auf den linken Bumper und du steigst auch ab. Oh. Oh. Moment. Tatsache. Vielen Dank. Vielen Dank. Daumen hoch von mir. Sehr gut, dann hast du nicht mehr das Problem. Also es ist auf jeden Fall total anders als alle anderen Souls-Games. Ich hatte nie erwartet, dass ich in einer Open World anfange, durch die Gegend zu laufen. Und, oh, hier war ich ja vorhin schon. Das ergibt Sinn. Nehmen wir mal diese ganzen Typen an, wie sie da rumsitzen und gebackstabbt werden wollen. Werden wir sie backstabben? Wir werden sie backstabben. Bitte, bitte, passiert mir ständig in Bossfights mit Bergziehen. Oh, er hat was gehört. Aber weiß nicht genau was. Ah ja, ich weiß auch von nicht genau, was da los ist. Daher finde ich die ganze Betroffenheit eher befremdlich. Ja, der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es geht um die Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal was man Ihnen im Geschichtsunterricht erzählt, Egon Barr. Da bin ich anderer Meinung. Also natürlich geht es um Interessen von Staaten, genauso wie es bei Menschen um Interessen von Menschen geht. Aber wir haben ja ein Interesse daran, dass unser Gesellschaftskonzept und Demokratien, die mehr Stabilität und mehr Wohlstand und mehr Gerechtigkeit versprechen, stabil zu halten und weiter zu verbreiten. Die Uniform sieht doch ganz klar nach Stirland aus. Wenn du kannst, das Pferd auch auf die Schnellleiste legen. Auf die Schnellleiste? Schnelltasten. Jetzt ist auf die Schnelltasten gelegt, das Pferd. Ah! Du wurdest... Okay, nein, du hättest den anderen... Aber auch. Den hättest du backsteppen sollen. Wow, was für ein unfassbarer Slowdown! Slowdown! Oh, die Gegner fallen... Ah! Ah! Leckt mich fett! Wer war denn das eigentlich? Der da oben. Also nicht der, sondern der, oder? Ja, der da oben. Nee, ich dachte, da steht auch noch einer. Steht auch noch einer. Hätte ich jetzt gesagt, aber weiß ich nicht. Naja, das National Building hat ja gerade in Afghanistan überhaupt nicht geklappt. Wie sie es da den Frauen unter den Taliban geht, interessiert bei uns doch auch niemand mehr. Die Amis konnten sich auch einfach leisten, Sheriff zu spielen, egal wie man das finden mag. Die Russen können
sich das nicht mal leisten, ihr eigenes Erdöl zu raffinieren. Das ist der Unterschied. Bestenfalls rufst du einen Nasenbär und haust ab. Ist das Spiel wie Gothic? Ich weiß nicht, ob das eine Frage ist. Ich glaube, dieses Spiel ist ganz und gar nicht wie Gothic. Achtung, 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 Achtung! Danke. Der siehst da oben. Nochmal? Leicht zielsuchend, finde ich. Der ist auf jeden Fall zielsuchend, stimmt. Kommen wir da an den irgendwie hin? Gute Frage. Mit dem Pferd geht das auch einiges, ja? Da kannst du nach oben. Ja, das sieht gut aus. Was für ein nerviger... Hi. Du siehst ehrlich gesagt nicht so aus, als würdest du davon profitieren, hier gegen mich zu kämpfen. Ich fahre. Tja, guter Soundeffekt. Hat der Hamster Ahnung von der Story oder Lore her und kann er etwas dazu erzählen? Bis jetzt tatsächlich eher noch nicht, oder? Leider nicht so sehr. Ich möchte mich so wenig spoilern lassen. Oh, die wollen gar nicht angreifen. Aber der. Du wolltest das nämlich erst erleben, bevor du dich spoilern lässt. Ja. Was ja auch eine Strategie ist, die in Ordnung ist. So, jetzt kannst du alles einsammeln. Also, was ich schon mal weiß ist... Oh, wir haben eine neue... was er anhat, gedroppt. Okay, die müssen wir nicht erledigen. Die sind eigentlich hilflos. Es sind auch anscheinend Sklaven oder Diener. Oder mehr... Morrowind. Also, es gibt... Wir sind einer der sogenannten Tarnished, also Verfärbten oder Angesenkten oder ja, wie auch immer das nachher im Deutschen übersetzt wird. Das passt dann niemals so richtig gut, meiner Meinung nach. Und irgendwas ist passiert, nämlich die Königin Marika wurde uns am Anfang erzählt, ist die Unsterbliche, die ist irgendwie nicht mehr da und ihre Macht wurde an so ein paar Unterlinge weitergegeben und die müssen wir irgendwie umbringen. Der sieht auch schon ein bisschen... Der ist ein bisschen stärker. Deswegen backstabben wir ihn zur Sicherheit. Tschüss. Wenigstens hat er geklingelt. Ah, fuck! Oh, der ist immer noch da. Nein! Hat er dich jetzt... Wo ist unser Discounter? Den habe ich weggemacht, weil er kaputt war. Kaputt! Das müssen wir uns halt merken. Eins. Bossfight mit der Ziege. Oh. Ich bin immer noch oder wieder hier. Ah, hier ist meine Seele. Also, beziehungsweise meine Runen oder wie auch immer man also hier irgendwo, sagt. Irgendwo spawnst du dann manchmal, wo du irgendwie gar nicht erwartest, dass du spawnst? Ja, doch, aber hier. Siehst du diese Statue? Ja, aber hast du die Statue vorher gesehen? Ich hab sie nicht gesehen. Das ist mehr oder weniger eine glückliche Schicksalsfügung. Eben, das meine ich ja. Irgendwie spawnst du dann halt irgendwo manchmal und du weißt gar nicht so richtig wo. Drei Tote vom letzten Mal können wir ja auch einfach denken, hat Terry geschrieben. Richtig. Richtig. Okay, jetzt waren wir hier. Wie viele Bosse werden heute umgelegt? Schreibt Amok 1980. Ich weiß es nicht. Hallo, oh Gott, lass mich doch in Ruhe, ihr Bastarde. Narben. Welche Bosse habt ihr schon down? Oh Gott, die sind alle total aggro. Irgendwas mit Tree.
Hier heißen einige Bosse irgendwas mit Tree. Sind alles Baumbosse. Baumbosse. Wann spielt Hamza Mama? Wenn ich Lust habe. Sehr gut. Beste Antwort aller Zeiten. Oh Gott, oh Gott. Das war vielleicht ganz gut. Naja, so richtig getroffen wurdest du bis jetzt ja noch nicht, also ist ja in Ordnung. Ja, funktioniert eigentlich ganz gut. Dadurch, dass das nicht so gestreamlined ist hier, sondern eher so Open-World-mäßig, ist es auch, finde ich, schwieriger, die Bosse irgendwie... Das Pferd ist das Schwierigste hier an diesem Gegner. Wann packt Hamza Mama los? Ah, das dauert schon ein bisschen. Bis ich irgendwie generell mal das Spiel verstanden habe, muss er Spiele... Ja, ich weiß nicht, eher so ein bisschen... Ja, okay, leck mich doch am Arsch, ist mir doch egal, ich geworden ist. Also guck, das ist das Problem bei Open World. Da kannst du einfach sagen, ja, okay, ist mir egal, ich gehe woanders hin. Das kannst du bei Dark Souls, finde ich, eher nicht so machen. Richtig. Die bringen mir eh nichts, wenn ich die umbringe. Weil ich muss da ja gar nicht hin. Ich muss gar nicht gegen die kämpfen. Und so interessant finde ich es jetzt auch nicht, den hinterher zu... Oh, da ist irgendeine Ruine. Und so interessant sind die Gegner jetzt auch nicht, hier die ganze Zeit irgendwie im Kreis rumzulaufen. Ist kein Schlachtross. Wie bitte? Oh, ich hab's, hat Hörnchen. Hörnchen. Hörnchen wie Körnchen. Oh, guck mal, da ist jetzt die Ruine erschienen. Ach, stimmt. Da, wo ich vorher gewesen bin, wo die Pflanze auch war. Ja, komm, da müssen wir rein. Jetzt ist es ja auch hell. Jetzt ist es auch ein bisschen einfacher. Jetzt ist es einfach, auf jeden Fall. Also, ich meine, du siehst halt einfach mehr. Ich sehe mehr. Das ist auch wahr. So, ich habe gehört, da ist eine Pflanze. Die will auf die Schnauze haben. Eine Blume. Die ist bestimmt nicht so stark, oder? Willst du nicht die große Pflanze? Ja, aber ich dachte, hey, da ist auch die andere. Ja, okay, da hast du schon recht. Lass mal wissen, wie die eigentlich kämpft. Sie macht so jetzt... Jetzt gibt es die Gift von sich, dann muss man weg, weil man ansonsten bestimmt drauf geht. Ja, vermutlich. Wenn ich einen Feuerball hätte, ich brauche noch einen Punkt mehr in meinen Glauben, dann kann ich diese Pyromantie oder was das ist benutzen. Das dauert ganz schön lange, bis das Gift weggeht. Ja. Hört es überhaupt irgendwann mal auf? Hamza Mama, du schaffst das schon, das Spielprinzip solltest du hier jetzt schon kennen. Ja, das ist richtig. Oh Gott! Guck mal, die Pflanze kommt sogar hinter dir her. Danke, Pflanze. Jetzt macht sie wieder diesen einen Giftangriff. Also sie macht immer diese... Sie macht das anscheinend so in der Reihenfolge. Zuerst kommt der Giftangriff. Oder je nachdem, wie du stehst. Wenn du weiter weg stehst, dann macht sie Gift. Und wenn du näher rankommst, dann haut sie dich einmal. Hm. Das könnte natürlich auch sein. Jetzt macht sie nochmal Gift. Oder? Oh nein, 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 nein. Aber das ist jetzt eine perfekte Gelegenheit. Während ich einen Blitzangriff mache, kann man hin. Und jetzt pupst sie wieder ihr Gift raus. Hast du jetzt irgendwie Schaden gemacht? Sieht man jetzt leider gar nicht. So ein bisschen. Aber war jetzt nicht mega. Ich gehe nochmal hin. Achso, ich kann auch ein Stückchen noch rutschen. Okay, man da. Das giftet schon richtig. Das giftet richtig. Nicht so falsch. Oh Gott, weg, 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 weg! Das arme Pflänzchen. Jetzt kommt wieder der Giftangriff. Nehme ich mal an. Ja. Spinning Slash. Okay, ist immer noch da.
Und drei. Umweltschänder. Jetzt kommt wieder der Giftangriff. Also ein bisschen. Spielt ihr PlayStation-Version oder PC? PC mit. Wie heißt der Xbox-Controller? Xbox-Controller. Ad Exploding Hamster. Die Grünen wollen jetzt eine nationale Kohlereserve einführen. Ja. Auch Unkräuter haben eine Daseinsberechtigung, hat Tierler geschrieben. Die Vielfalt im Garten. Boah, so verrückt, dass sie nicht auf dich drauf ist. Ich würde alles einsammeln. Poison Bloom und Miranda Powder. Und da ist nochmal einer. Immunized Cured Meat. Und das nochmal einer. Golden Rune. Sieht jetzt nicht so. Also, okay. Also mein Danke dafür. Sieht nach einem Ort aus, wo man jetzt einmal hingeht, aber dann irgendwie danach nicht nochmal, oder? Ja, richtig. Das ist ein bisschen was, was ich bei Open World auch nicht so mega geil finde. Ist, dass die Gegenden einfach. Weil zwangsläufig. Es muss ja groß sein. Muss ja an viele Orte hinkommen. Und deswegen sind die einzelnen Orte, an die man dann hinkommt, können auch nicht so in dem Maße gestylt aufs Gameplay sein, wie es jetzt in den linearen Souls-Spielen ist, wo dann wirklich jeder Gegner ganz konkret an eine ganz besondere Stelle platziert werden kann. Und hier sind die halt irgendwie, jetzt zum Beispiel hier, wie diese komischen Viecher da unten. Und du kannst auch einfach an ihnen vorbeilaufen. Ich finde, in linearen Soul-Spielen kannst du das in gewisser Weise auch, aber irgendwie nicht so gut wie in Open-World-Spielen, finde ich. Und wie schon gesagt, du hast dann halt immer so eine Horde Gegner, die irgendwie sich sehr ähneln. Bevor Achso, du solltest dir die Ruine besser anschauen, bevor du da urteilst. Ich sollte sie mir besser ansehen. Hat Feldamsel geschrieben. Oh meine Güte, ich sollte sie mir besser ansehen. Okay, ich gebe zu. Ich bin. Ach Gott, danke, dass ihr mir in den Rücken schießt. Okay, ja, es kann sein, dass ich ein bisschen voreilig vielleicht da rausgelaufen bin. Dann solltest du nochmal zurück. Gehen wir nochmal hin. Also. Ich muss beim Thema RPG und Fracking immer an den schönen Satz denken, wir dürfen Umweltschäden nicht externalisieren. Ja. Denen fällt durch die Krise aktuell doch die Klimawende voll auf die Füße. Die Pflanze kann man bestimmt therapeutisch verwenden. Mhm. Lass die armen Vögel in Ruhe. Naja, man hätte ja einen schon vorher Story-Driven in bestimmte Ecken lotsen können. Das scheint doch alles sehr MMORPG-like. Mmm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 m
Muss ich aber noch, weil so kann ich doch nicht zur Arbeit. Das ist okay, die wissen, wie du aussiehst. Die erkennen dich nicht an deinem Geruch. Wie oft wird Hamster jetzt bei dem Boss sterben? Ich tippe, jetzt schafft das. Aber ich glaube, Hamster ist heute in guter Form. Beim vierten Mal klappt es auf Ansage, Terry geschrieben. Ach, und die ist schon wieder da. Aber du kannst einfach mal wohnen das Ding? Wo war das Ding nochmal? Ich glaube, ich sollte mir auf der Karte markieren. Ja, gute Idee. Zum Glück ist er langsam. Ja. Und ich muss an meinem Fingernagel das eine Ding hier wegschneiden, das macht mich irre. Lass es dran. Lass es wachsen. Nee, lass es gedeihen. Nein. Es wird immer besser mit der Zeit. Das ist wie ein guter Wein. Ärger mich nicht. Wir trinken doch eh keinen Wein, Hamster. Ja, ich bin kein Weinfan. Ist mir zu sauer. Hamster, wo war das? Ich weiß es nicht. Hast du nicht aufgepasst? Nee. Aber es war nicht bei der Blume, es war ein bisschen... Ist Hamstermama nicht so wie Ashton Kutcher und Miley Cyrus, no Duscher? Richtig, ich bin Duscher. Also, wenn ich zu Hause bin... No Duscher? Dann ist es mir tatsächlich nicht ganz so wichtig, wie meine Haare aussehen. Wenn ich jetzt hingegen zur Firma muss, so wie morgen, dann ist mir das wichtig. Raum hinter der Dusche, hat Held Amsel geschrieben. Held Amsel. Okay, zwei Skimitars. Oder vielleicht sollte ich lieber den Quickstep benutzen. Schalldusche. Schalldusche. Halloween verschnitt ist sauer auf uns. Wir haben ihn geweckt. Boah, früher, als mich Hamster geweckt hat, da war ich auch richtig mad. Da war ich immer super fett. Erinnerst du dich? Ja. Ich hätte eine Frage. Was bringt es, mit zwei Waffen zu kämpfen? Mehr Schaden, wenn man den Gegner trifft oder so? Eine in zwei Hände. Ich habe vergessen, wie das geht. Halt Moment doch mit L2. Nochmal so einen Kommentar vom Hamster und der Rücken wird zerkratzt. Oh, was für ein Rücken? Der Sprungangriff klappt bei dem wohl nicht. Schwanz. Waffe gibt es leider nicht hier. Ja, ist richtig. Stimmt. Aber 1980. Der Schwanzangriff. Wer kennt und liebt ihn auch? Was für ein Schwanzangriff? Oh nein, den aber letztes Mal gesehen. Letztes Mal. Y-Taste drücken und dann leichter Schlagtaste. Dann nimmst du sie in eine Hand links oder rechts. Darfst du dir dann aus. Ich habe noch eine kaum sichtbare Narbe von einer Kindergartenschlägerei. Fingernägel sind eine Waffe. Ach so. Ah, jetzt habe ich das dann weg. Also meine Fingernägel sind ja immer raspelkurz. Also so kurz, ich kann niemanden verletzen. Das ist, glaube ich, fast unmöglich. Meine Güte, was für eine Kacke. Es ist so schwierig. Aber die sind immer super kurz, weil ich ertrage das nicht. Ich trage lange Fingernägel nicht. Aber es war richtig gut, Hamster. Ja, danke. Ich muss das jetzt wegschneiden, das ist nicht irre. Solange du die suchst. Kannst du es nicht wegkauen? Nee, das habe ich schon probiert und dann tue ich mir nur mehr weh. Boah, was war denn das für ein komisches Geräusch? Tja, da wollte ich zu viel am Ende. Na gut, das war unangenehm, aber ich sehe das Licht am Ende des Tunnels und irgendwie habe ich auch meine Waffen nicht so richtig eingestellt. Ich hatte eigentlich in der Vergangenheit mal so einen anderen Angriffstyp. Moment mal, was war's? Ich soll... Oh, so die Waffe in zwei nehmen. Danke. Danke, okay, das habe ich auch nicht gewusst.
Meine Güte, hat mir das Spiel das da irgendwann erklärt? Vielleicht. Vielleicht. Hamstermama ist weg. Alles, was mir bleibt, ist ihr Duft, den sie in der Couch hinterlassen hat. Der dritte geht aufs Haus. Moment mal, hier ist auch dieses Symbol. Das Summoning Pool. Ach, hier kann man auch Leute beschwören. Das ist nicht dieses... Da hinten ist es. Da hinten ist der Gang. Okay, diesmal sollte das eigentlich gehen. What the fuck? Na, danke, Pflanze. Dass du natürlich... Ah! Nur hier... nur mir Schaden machst. Da schlägt er nur einmal drauf, da schlägt er zweimal zu und ein drittes Mal. Boah. Das war nicht so gut. Ah, der macht sich viel mit diesem Kackspaß. Mit diesen verzögerten Angriffen. Der so richtig nervt. Sind so kack viel Reichweite. Wer macht eigentlich die meisten seiner Angriffe? Überall hin. Irgendwie habe ich das Gefühl, man kann nicht mehr so schnell erneut rollen, nachdem man einmal gerollt ist. Wie in den vergangenen Souls-Spielen. Da ging das... Oh, da steht's ja. X und L, B, R, B. Wield weapon with two hands. Da müssen wir hin. Jetzt weiß ich immerhin, wo ich hin muss. Sorry, das hat ein bisschen länger gedauert. Hallo! Ah! An der Irrekor. Tja, du wolltest zu viel am Ende. Heldamsel, bitte, der dritte geht auch aufs Haus. Hallo, Schlappohr 666. Der Irrekor-Schreib liegt an der Rüstung, glaube ich. Raven, die schreibt, bis zum Boss dauert es eh bis zum Ende des Streams. Suche gerade einen guten Planer. Habt ihr eine Idee? Das wird der Endgegner des heutigen Streams. Jetzt klappt es aber. Oh nein, bitte nicht. Liegt an der Rüstung. Das Rollen. Mir ist eingefallen. Ich hab doch gestern meine Okay, dann zieh ich die Rüstung aus, weil die bringt einem eh nichts. Hamster. Erzähl mir mehr darüber. Ich habe gestern Haare gewaschen, dann muss ich heute keine Haare waschen. Okay, ich probiere das mal. Liegt an der Rüstung. Okay, wir können mal unsere Rüstung ausziehen, weil nackt ist sowieso am besten. Denk mich mal zu. Hübsches Höschen, Hamster. Bist du schneller jetzt? Oh, das Zudecken hat auch nichts geholfen. So bin ich wirklich schneller.
Nee, warte, es war eine Frage. Bist du so schneller? Ja, jedenfalls kann ich so, glaube ich, schneller hintereinander rollen. Aber kannst. Okay, willst du dann wirklich ganz nackt sein? Ja, klar. Okay. Rüstung Schade. Ist überbewertet. Ich war mir sicher, dass es beim vierten Mal klappt. Ja, stimmt, Harry, du hast es davor geschrieben. Aber du machst auch wirklich Blutschaden. So ist es jetzt nicht. Ah, für die Rüstung macht eigentlich gar keinen Unterschied. Ja. Das hätte mich jetzt auch mit Rüstung wahrscheinlich getötet. Okay, aber ich glaube, ohne Rüstung ist besser. Die ziehen wir am besten gar nicht erst an. Nie wieder. Jedenfalls zu diesem jetzigen Zeitpunkt an Lebensenergie, die wir haben. Wieder so ein Spiel wie Warhammer. Ziehe die Rüstung aus. Weil Rüstung spielerisch ein Nachteil ist. Ha. Ja. So ist es. Merkwürdigerweise. It's not a bug, it's a feature. Tja. So, ich meine, er ist gut durchtrainiert. Ein wenig Fett an seinem Körper. So wie du, Hamster. Kopfnuss! Kannst du ein Freischärler-Outfit suchen und anziehen? Wie sehen Freischärler aus? So, sind so ein bisschen in Lumpen gekleidet. Ach so. Aber ich finde dieses Höschen eigentlich auch ganz schick. Das ist so gedreht, das hat so ein nettes Detail. Freischärler brauchen auch keine Rüstung. Irgendwie, oh doch, ganz guten Schaden gemacht. Ich wollte auch gerade sagen, das macht aber nicht so. Aber ist Hamster gut durchtrainiert? Ja, schon. Hamstermama hat ihn durch ihre Sporteinheiten, die sie immer macht, mitgezogen. Und ich koche wohl sehr kalorienarm, deswegen sieht der Hamster ganz gut aus. Bei mir hilft das nicht so viel, weil ich nicht so viele Kalorien zur Verfügung habe. Deswegen geht mein Fettanteil nicht so schnell runter wie Hamsters. Man erkennt es in der Cam leider nicht. Ja, das ist wahr. Boah, wie viele von diesen Kackangriffen macht er eigentlich noch? Der hört gar nicht mehr auf. Der ist halt Akku. Mit seinem schicken Hut. Freischärler sind doch nicht in Lumpen gekleidet. Die haben funktionsmäßig praktische Kleidung an. Ha! Sag ich doch, nackt ist immer am besten. Vom Sensei zum Nubin. So ein Abstieg. Eiskalt. Gut gemacht, Hamster. Ja, danke. Und da ist sogar ein Bonfire, oder wie man das auch immer nennt. Grace. Ein Grace. Eine Grazie. Aber irgendwie ist das jetzt auch nicht unbedingt so der beste Speicherpunkt, oder? Ich finde, es ist der beste. Ja, ja, das soll dir eigentlich nur sagen. Oh, da geht's noch weiter. Ich habe nichts gesagt. Oh, hi. Hi. Ich bin gerade nackt. Ja. Du kannst gleich aufleveln, wenn du jetzt eh schon da bist. Stimmt. Ich meine, jetzt sitzt du eh schon. Na, ich glaube, jedes Mal, wenn man sich hinsetzt, geht die Zeit. Ach, vergeht die Zeit. Vergeht die Zeit. Was brauche ich noch? Ich brauche noch ein. Ich brauche noch Strength. Und ein Moment. Faith. Ich brauche noch. Wie viel brauche ich? Damit ich das benutzen kann. Das braucht 10 Faith. Na dann, wir wollen auf 10 Faith gehen. Ah, habe ich schon. Ja. Warum kann ich das nicht benutzen? War ich zu doof? Und ich glaube, 12 Stärke ist eine gute Sache. Hätte er ein rotes Schürzenhöschen an, wäre er schneller. Ganz klar, natürlich. Ja. Wenn man die Unterwäsche umfärben könnte, hätte das sicher einen spielerischen Vorteil. Hast du jetzt alles aufgelevelt, was du konntest? Ja. So, gute Dame. Du hast hier auf den Nackedei gewartet. Hi, Mayhem 13, auch ein Freund von Kämpfern in wenig Kleider. Und ich zeig dir, du zeigst jetzt noch deinen Hintern. Hey, meint, hat die einen Steinkopf? Die hat eine Maske. Moment mal, wenn du eine Maske aus Stein hast,
dann möchte ich nicht underdressed sein hier in der Situation. Verstehe ich. Okay, jetzt sind wir auf gleichem Niveau. Okay, gut. Tarnished, are we? No wonder you should turn up here. I am Selen, a sorcerer, quite plainly. Eine Zauberin. A yen for Glintstone sorceries. I dare say your proclivities are far from ideal. Oh well, perhaps nurture will defy nature. With a bit of luck. Nein, nicht die Maske. One must choose one's masters wisely. I was exiled from the Academy of Rhea Lucaria. Sie wurde exiliert. As a reviled, apostate witch. Als Hexe. Do you still wish to learn from me? Ja, ist mir doch egal. Well, you are a... Ich habe keine Ahnung, worüber du redest. Very well. You are now my protege in Glintstone sorcery, but I refuse to coddle. Denkt der Hamster über die Skillung nach oder einfach random alles in die Breite? Der einfache Weg, sich zu verskillen. Nee, der Hamster hat ja jetzt nur die paar Attribute jetzt noch aufgelevelt, um so die, den Grundlevel zu haben für den einen Zauberspruch. Ah, ja, ich meine, diese ersten paar Level, die brauchst du eigentlich nachher eh. Ja, richtig. Also, ein bisschen Stärke brauchst du nachher auch für die Geschicklichkeitswachen. So. Ein bisschen Faith kannst du immer brauchen für Heilung nachher und so ein Kram. Also die ersten paar Levels sind eh nicht so tragisch. Ravenpy, ich habe jetzt deinen Kommentar freigegeben. Man sieht es hier nur noch nicht, aber doch, jetzt ist er freigegeben. Clickbait vom Entwickler, weil dann alle Streamer mit halbnackten Charakteren spielen. So wie in Cyberpunk, wo man verschiedene Genitaloptionen hat. Hatte man das? Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Ich war nämlich am Anfang bei Cyberpunk nicht dabei. Also hier können wir können unsere Waffe verzaubern, damit sie magischen Schaden macht. Und sowas dein ist Schild. Eigentlich immer gut. Habe ich gesehen. Das ist immer sehr, sehr gut. Aber wir haben übrigens einen neuen Gegenstand bekommen, nämlich die Royal House Scroll. Gift to a learned sorcerer to acquire new sorceries. Ah, stimmt, die lag ja da auf diesem Dach. Das können wir ihr geben. Young, you are a tadpole when it comes to magic. So, to become a sorcerer now. Hier. Is that a scroll? Takes me back to my academy days. Very well. This is sorcery with which I'm not entirely unfamiliar. I'll be sure to incorporate it into one. Never lose that inquisitive. Ah, sie freut sich. Und was können wir jetzt damit machen? Glintblade Phalanx. Doch, da hatte man drei Optionen, wie groß es wird. Mhm, interessant. Wir brauchen aber 3000 Runen, damit sie uns was beibringt. Sorry. Wir haben sie jetzt erstmal aufgelevelt. Wie viele Runen habe ich gerade? Nicht so viele. Steht das irgendwo? Runes hält 117. 117. Oh. Na gut. Das sind nicht so viele. Nun gut, sei es drum. Hat uns jetzt ach erstmal so, hier. Deswegen ist da ein Bonfire sozusagen, damit du da immer wieder hinkommen kannst. Ich dachte, wir wollten jetzt noch da hoch. Ja, jetzt gehen wir mal hoch. Wollen wir nicht auch hier rein? Ja. Ich habe gehört, da ist ein Drache. Ja, da wollten wir auch rein. Aber da waren noch die Krabben. Ja, egal. Wir laufen wir schon einfach durch. Vorbei. Wir haben ja jetzt nichts mehr an, das heißt, dann wird's besser. Die USK 18-Einstufung in den USA kommt wegen der Gewalt. Ja, du hast recht. Du hast recht. Aber dann zu sagen, nur weil man drei Genitaloptionen hat, zu sagen, es ist ab 18, finde ich leicht übertrieben, aber... Vielleicht sollte ich mir doch wieder was anziehen bei den Gegnern. Dann hält man ein bisschen mehr aus. Der Stream hängt. Der Stream hängt? Aber es ist grün. Das müsste eigentlich alles okay sein. Oh Gott, wir haben die Fat Roll. Die Fat Roll ist nicht akzeptabel. Jetzt hast du sie bestimmt. Ah, jetzt ist besser. Oh, da ziehen die wieder. Ich bin einer von euch. Greift ihr mich auch an, wenn ich euch vor euch rumstehe? Nee. Ihr seid meine Freunde. Sie sind das Essen und wir sind die Jäger. Moment mal, das geht noch besser mit Autotönen. Sie sind das Essen und wir sind die Jäger. Danke. Danke. Gerne. Jetzt nicht mehr, aber ja, bei mir hat es auch gehangen. Okay. Aber ist nicht da hinten irgendwas
guck mal hinten drauf, ob da irgendwas ist. Okay, nein. Oh. Vielleicht müssen die dafür stehen bleiben. Fragezeichen. Der irre Koch hat das geschrieben. Und wie können wir sie zum Stehen bleiben zwingen, indem wir ihnen auf die Ferse hauen? Immer nicht so glücklich. Oh, jetzt stehen sie. Okay, jetzt sind sie stehen geblieben, tatsächlich. Sieht aus, als wären sie angegriffen. Nein, ich hab schon das falsch gedrückt. Wie wohl? Ja, okay. Was? Nein. Jetzt kannst du mal nach da hinten gehen und gucken, ob du jetzt was da hinten aufmachen kannst, jetzt wo sie stehen. Ja, Moment mal. Go! Ich muss erstmal die Polonaise überfallen. Ascope würde dich deabonnieren als Dern. Warum? Weißt du doch. Ach so, ich weiß. Aber ich weil die Avalander und die Stirlander. Also Ascope hat. Guck mal, jetzt laufen sie weiter. Du musst sie nachher wieder hauen. Ja, was hat Ascope? Er hat einen Stirland-Mod gemacht. Und die Avalander sind die traditionellen Feinde der Avalander. Oder die mögen sich jedenfalls nicht so sehr. Also, es gibt ja Parteien, die mögen sich nicht. Genau. Das Übliche, ne? Das kennen wir. Sonst ist es ja langweilig. Kannst du. Das sind Scruggs Eltern. Ich glaube, wir haben sie gleich. Wir haben den Zug gleich überfallen. Guten Abend, oh Gott. Tobias. Willkommen im Stream. Willkommen. Ich mag eigentlich die zwei. Guck, der streckt seinen Arm aus. Er glaubt, dass. Normalerweise hilft es doch bei Feuer, dass alle Angst haben, aber du bist zu mutig. Also, es hilft schon ein bisschen. Kann man die Riesen hauen? Ja, und dann treten sie ein. Ja, also beziehungsweise komm. Sie. Aber sammelt wenigstens alles ein. Okay, wir haben so ziemlich alles umgebracht. Na dann, go. Und jetzt werden wir uns um die Riesen kümmern. Nee, da hinten stehen noch zwei. Oh, wir haben eine Aristokraten. Wo stehen noch welche? Da. Oh. Also ich weiß nicht, ob die. Na, oh nee, die wollen gar nichts. Ach so, die haben nur Angst vor das dir. Das sind tatsächlich Diener. Angsthasen. Was heißt die Angst haben? Sie wollen halt nicht kämpfen. Ja, okay, dann musst du sie eventuell nochmal hauen. Weil dann bleiben sie zumindest stehen. Muss man ein bisschen aufpassen so, bei jetzt denen. Jetzt gehen wir nach da hinten. Irgendjemand meinte stehen, wenn sie stehen. Tatsache. Danke, der Plünder Party. Plünder. Oh, eine Great Axe. Aber die können wir wahrscheinlich nicht wirklich benutzen, weil. Ja, der guckt uns an. Hi. Hi. Was ist mit dem Ritter da vorne? Welcher Ritter? Der da vorne. So. Okay, habe meine Route gefunden. Habe 36,8 Kilometer, aber mein neues Auto ist 38 Kilometer. Was tun? Was? Verstehe ich nicht. Verstehe ich irgendwie auch leider nicht. Okay, habe meine Route gefunden. Habe 36,8 Kilometer. Aber mein neues Auto ist 38 Kilometer. Was? Also die sind ziemlich... Dreckig. ...hilflos, wenn sie angebunden sind. Das wundert mich nicht, wenn du in deiner Bewegung eingeschränkt bist. Hau hin! Ja. Schon ein bisschen tragisch. Wie viele Runen hat er uns gegeben? Dummerweise sieht man das nicht, weil das unten nicht eingeblendet wird. Das finde ich ein bisschen blöd. Bei Nacht patrouilliert da was anderes. Die Brücke, aber.
Okay, danke der irre Koch für den Hinweis. Er zeigt die Fahrstrecke, 38 Kilometer an. Lass die armen Riesen in Ruhe. Das ist nicht nett, hat Tierlein ja. 1000 bekommst du für einen. Ah, danke, Held André. Aber einen guten... Was haben die Riesen ja? Ja, da hast du recht, Harry. Autsch. Hat er irgendwie keine Ketten mehr? Ah, doch. Oh. Ah, doch. Vielleicht kriegen wir irgendwelche tollen Goodies, wenn sie alle kaputt sind. Boom. Was ein bisschen leid tut mir das ja schon. Sonst guck mal vorne oder guck mal generell an dem Wagen. Also ich glaube nicht, dass da noch was ist, aber... Damit haben wir den Wagen aufgehalten. GG, Monster, Riesen. GG. Leicht zurückgezogen. Wer wehrlose Riesen quält, hat keins verdient. Tja. Hast du von der Irre Koch gehört, dass da auf der Brücke jemand patrouilliert und wenn sich die Tageszeit ändert, es eventuell jemand anderen... was anderes da ist. Ja, okay. Das Sterlands are known for their dislike of halflings? Halblinge. Halblinge vermutlich. For they still reasoned the 1500-year-old decision that tore away their best farmlands and give them to the Shorties? Die Halblinge. Die Halblinge, ja. Das ist ein bisschen aus der Warhammer Lore. Keine Riesen, keine Freischärler. Was darf Hamster noch hauen? Ja, nichts. Wir sind wieder. Du musst jetzt diesmal an. Ja, mach ich. Moment. Ah ja, das hat gut geklappt. Vielleicht müsste sein Pferd tot sein. Oh ja, stimmt. Obwohl ich eigentlich nicht sein Pferd angreifen will. Niemanden, wie wäre es mit Frieden? Also prinzipiell würde ich dir ja recht geben, Tehalon. Aber in diesem Spiel ist das schwierig. Wie macht ihr das mit der Steuer, das Fahrtgeld oder wie viele Kilometer habt ihr zu eurer Firma? Du rechnest bei der Steuer. Autsch! Oh nee, wirklich? Then it is hung from a branch and the blindfolded children whack at it with sticks until it breaks and gives them back their candy. Ja, das ist Dark Souls, wie wir es lieben. Beziehungsweise Souls. Okay, aber es ging jetzt noch bei Oliver Wagner um das Fahrtgeld. Also ich gebe das einfach bei Google ein. Und die Anzahl... Du gibst einfach die Strecke ein, die du jeden Tag zur Arbeit machst in der Steuererklärung. Und das ist was. Es sei denn, du bist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, dann kannst du deine öffentlichen Verkehrsmittelrechnung einreichen in deine Steuererklärung. Frieden im Real Life, darum sehne ich mich aktuell mehr. Ja, das wäre schon ganz geil. Ja, Frieden im Real Life ist gut, aber in Computerspielen ist das ja was anderes. Damit schadet man ja niemandem, außer ein paar Pixeln, aber die haben ja keine Gefühle. Und Tehalon hat dir netterweise einen Totenkopf dagelassen. Der ist ganz schön groß. Das stimmt. Aber du hast die gleiche Rüstung an wie er und den gleichen Helm. Aber sein Schild wäre cool, obwohl das Schild dann so groß wäre wie wir. Das ist ein Tower Shield. Die gab es ja auch bei The Souls-Reihe schon. Da ist der Pferdemann. Er sagt, die Pferde sind schon da. Uff. Das ist der Pferdemann. Das ist der Pferdemann. Jetzt komm. Oh Gott. Das ist der Pferdemann, er will mit mir an die Pferdemann. Ja, Raven P, wir machen das auch so. Wir geben das halt bei Google Maps ein. Und das war's. Bei uns sind es schon mehr Kilometer.
Ja. Ich weiß nicht so genau. Spiel dir am PC. Gott, ist das kacke. Ja. Hallo, Alan. Dir? Ja. Ja, wir spielen am PC mit Xbox Controller. Oder der Hammer spielt das. Jetzt muss es aber was Cooles geben. Nee. Es gibt nur ein totes Pferd. Totes Pferd. Nur Pferd in Hand. Da kämpfe ich gegen die lieber selbst zu Pferd. Ist zwar ein wenig cheesy, aber immerhin safe. Hat der irre Koch geschrieben. Das arme Pferd. Guck mal, der Ball. Das ist schon irgendwie cool, wie dieser Mistkäfer. Ach, sind das die... Ja, das sind die Crystal Lizards hier im Spiel. Autsch. Leckt mich doch im Arsch. Hammer will wohl Dislikes. Ja, aber man sieht's hier bei YouTube nicht mehr. Ha! Ich bin safe. Also manche von diesen grauen Typen, die kämpfen. Andere haben keinen Bock drauf, fliehen lieber. Crasht das Spiel denn bei euch oft? Bei mir, trotz dass ich alle Anforderungen erfülle, macht das gerne nur Faxen. Also wir haben schon ein paar Slowdowns immer mal wieder, aber es ist noch nicht abgestürzt. Kein Crash bisher gehabt. Aber es hat ab und zu Slowdowns, was ich finde bei den anderen Souls-Spielen nicht der Fall war. Ja, richtig, aber die haben wir auch nicht auf dem PC gespielt, sondern auf... Aber Sekiro haben wir auch auf dem PC gespielt. Stimmt. Und ich kann mich vielleicht an maximal einen einzigen Slowdown erinnern. Hm. Aber sonst eigentlich nie. Die Sternländer machen eine Halbling-Pinata und klopfen dem Halbling mit dem gestohlenen Candy kaputt. Candy? Candy? Halblinghaus im Chat. Aber waren wir hier nicht schon? Nee. Hier nicht. Oder was okay. Anderes. Das sind wieder auch diese, das sind diese Lager. Auch wieder, die mich sehr an Legend of Zelda erinnern. Aua, jetzt bin ich mir erwischt. Schon wieder? Ja, ich habe meine Zunge aufgerissen. Die Rüstung sieht ganz klar aus wie die Stirriser Patrol. River. Die Stirriser Patrol. Okay. Was? Gemeinheit. Mein Game stürzt dauernd ab. Okay, das ist ja blöd. Das tut mir leid. Kite and Trousers. Oliver Wagner schreibt, ja, da habe ich schon geguckt, Raven P. Mich nervt gerade mein Bordcomputer, der mir mehr Kilometer aufschreibt als gedacht. Hm. Candy, Süßigkeiten. Ja. Also es geht irgendwas um Halblinge. Aber dadurch, dass ich leider nicht ins Blick habe, kann ich dem Ganzen nicht so 100% folgen. Nicht so schlimm. I'm sorry. Ja, da haben wir die neue Ausweichmechanik gesehen. Gefrorene Rosinen. Ich frage nicht, wie lange diese Rosinen gefroren bleiben. Erst sind diese Trauben, werden sie getrocknet. Und also völliges Wasser entzogen. Und dann werden sie eingefroren. Ja. Diese da ist nochmal einer von diesen. Armorous Cookbook. Also Crafting muss wohl... Oh, hallo. Hallo, Füchse. Wölfe. Alle wollen mich angreifen, so wie es aussieht. Auch der Typ da hinten auf dem Pferd. Aber ich glaube, ich habe hier alles abgegrast, was es abzugrasen gab. Und wir haben sogar einen Boss umgebracht. Cool. Wie? Fortschritt. Den einen Boss, wer hat im Chat wurde geschrieben? Halloween-Verschnitt. Stimmt. Den Kürbiskopf. Kürbiskopf. Ja, es ist wirklich wie The Legend of Zelda. Ja, finde ich auch.
Es gibt hier diese kleinen Lager mit Leuten, die man angreifen kann. Dann gibt es eine Belohnung, wenn man das Lager kaputt gemacht hat. Und dann gibt es die Wölfe und dann läuft man mit dem Pferd rum und das Pferd springt. Schon. Hat schon seine Ähnlichkeiten. Ja, das stimmt. Man kann auf dem Pferd reiten. Ja, ab und blitzt. Ab und zu blitzt es. Die Tiere sind sehr viele da. Oh. Was ist das? Ah, genau, Regen und so. Das gab es ja auch bei The Legend of Zelda. Dann konnte man doch nicht hoch. Ah! Und dann greift einen irgendwo einen Bock an, ja? Erinnerst du dich, da konntest du doch dann nicht so hoch klettern? An den Bergen. Und dann bist du doch so runtergerutscht und wenn du keine Ausdauer hattest, dann bist du oben runtergefallen. Ah, gute Zeiten. Erinnerst du dich? Gute Zeiten. Die machen so wie die Mexikaner eine Pinata-Figur aufhängen von Süßigkeiten drin. Achso, da sind dann Süßigkeiten drin. Und die haut man dann kaputt. In Gestalt eines diebischen Halblings, der die Süßigkeiten geklaut hat. Ah, okay. Hallo Kuchenknutscher, guten Abend. Hallo Kuchenknutscher. Willkommen zu Elden Ring. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube auch. Mist. Glücklicherweise nimmt das Pferd keinen Fallschaden. 5 Jahre fahre ich die gleiche Strecke. Und dann das. Okay, Hamstermama ist am Gähnen. Schwerer Tag heute. Sehr schwerer Tag. War ich am Gähnen eigentlich? Ich weiß nicht. Nee, heute war ein entspannter Tag. So wie gestern auch. Das Wochenende war sehr entspannt, aber das habe ich ehrlich gesagt jetzt auch gebraucht. Okay, unser Pferd ist ziemlich stabil. Oder Hamster, wie ging es jetzt hier am Wochenende? Es war sehr entspannt. Ja, es gab schon stressigere. So, da sind die Titanen. Stormhill. Er heißt Stormhill, weil es da stürmt. Glaube ich nicht. Was passiert, wenn dich ein Blitz trifft? Ich habe keine Ahnung, vermutlich. Ich weiß nicht, ob wir das rausfinden wollen. Wahrscheinlich ist gut, das sollen wir einfach in die Ecke gehen, die letzte. Hey. Ich habe doch gesagt, das überlebst du nicht. Also, ich muss zugeben, ich bin schon ein bisschen überrascht, dass wir das nicht überlebt haben. Weil bisher haben wir eigentlich noch die ganzen anderen. Das war jetzt. Ich hab's irgendwie in falsche Richtung. Das kam jetzt nicht höher vor als die anderen Situationen. Na gut, Hamster, ich bin dann mal wieder weg und viel Spaß euch beiden. Vielen Dank, dass du dabei warst. Bye. Danke für deine 2 Tipps. Ja, danke. Die waren sehr hilfreich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich hab dir gesagt, dass du überlebst. Ja, danke. Ich wusste es. 3 Tipps. Entschuldigung, Held Amsel. Danke für die 3 Tipps. 3 Tipps. 1, 2, viele. Für die viele Tipps. Bitte? Viele Tipps. Kann ich euch da auch rübergehen? Können wir mal gucken. Da ist wieder so ein Ritter. Und ein Zauberer. Aber wurscht. Tja. Das funktioniert nur so semi-gut. Oh Gott, na danke. Tja, wer an die Schätze will? Teardrops. There are both Crimson and Cerulean Teardrop. Defeat them to replenish the flasks. That match the type. Also. Ach, das bringt einem gar nichts. Echt jetzt? Nee, also es füllt einem die Flaschen auf. Ich dachte, es gibt einem irgendwie einen tollen extra Skill oder so. Aber es hat einem nichts gegeben. Hier ist auch nochmal ein Haus. Oh. Da warst du wohl noch nicht. Oh, guck mal. Sehr cool. Vergiss deine Runen nicht, schreibt der Irrekopf. Ja, danke. Aber so konnten wir uns jetzt wenigstens. Hübsch. Homing Instinct Painting.
Jetzt leuchtet das nicht mehr so schön. Moment mal, bedeutet das jetzt, wir haben einen Gegenstand in dem Moment? Wir müssen ja hier gar nicht mehr zu... Oh, das ist nochmal so ein Ding. Die haben immer Schmiedesteine dabei, diese... Aber was ich so interessant finde, ist, hier ist keine unsichtbare Wand, obwohl du hier die Karte noch nicht freigeschalten hast. Ha. Siehst du das? Ja, stimmt. Aber bei der anderen einen Seite, da ging es nicht weiter. Komisch, oder? Bisschen. Okay, das heißt, ich kann hier einfach außen rum gehen oder ist da noch der Fluss? Da kommst, also wenn du da runter springst, bist du instant tot. Ja, da müsste es gehen. Und was ist da hinten? Da leuchtet auch noch irgendwas. Da leuchtet was. Ach ja, und da ist außerdem eines dieser Teleportationswinde-Dinger. Wird er wahrscheinlich in den Tod laufen. Achtung! Wow! Vielen Dank. Selbstzerstörerischer kleiner Mistkäfer. Okay, also diesmal explodieren die auch. Bei Bedarf. Ah, okay, wahrscheinlich kannst du da runterspringen. Da wird dir nichts passieren. Ich glaube auch. Ja, vor allem mit dem Pferd. Aha, guck mal, da ist nochmal ein Speicherpunkt. Ein Grace. Noch mehr Grace. Grace. Irgendwie. Gut, da kommen wir bestimmt auch noch hin. Aber da hoch kommen wir gerade nicht. Da musst du wohl außen rum. Beziehungsweise, ich glaube... Ah, ne, das sieht gut aus. Irgendwo muss man dann eine Karte finden, um diesen anderen Bereich freizuschalten. Ja. Wo nochmal meine Seele? Sein mag. Oh, da hinten. Bin noch nicht so mega überzeugt. Als ich das von der gesagt Open habe, World. Wurde gesagt, aber nee. Wir haben da noch gar nicht gesehen. Nee, war noch nicht in Ordnung, das darf nicht sein. Achso, verstehe. Ich hoffe, das hast du verstanden. Das habe ich verstanden. Ist klar. Ich bin ja nur das Wife, das keine eigene Meinung haben darf. Das denkt. Hey! Da sind Ach, sie! Gott. Sammel sie ein. Warum darf ich eigentlich hochspringen? Und gehe nicht kaputt, aber runter springen und. Okay. Instant kaputt. Möchte ich nicht. Weil guck mal, da gab's ein. Da konntest du runterspringen. Guck hier so nacheinander, Das geht. Oh, hier ist es stürmisch. Hier warst du doch. Das kommt mir sehr bekannt vor. Kann aber auch sein. Nee, hier waren wir nicht. Das ist eine andere Gegend, aber trotzdem ähnliches Schleimvieh. Und hier sind wieder die Libellen. Es stürmt. Das kennen wir jetzt mittlerweile schon. Gibt's hier irgendwas? Hier ist noch eine Brücke. Ja. Man, wir können hier in diesen, zum Fluss gehen und da irgendwas machen. Die Dinge kann ich mal auflösen. Also es zeigt dir auf jeden Fall, dass du eigentlich in die andere Richtung musst. Ja, ich muss hier hin. Ich meine, klar, die zeigen mir immer den Weg zum nächsten Ort, den man besuchen soll. Auch der Sprung wäre tödlich gewesen. Auch gut, dass wir uns dagegen entschieden haben. Willst du dann wieder zurück oder willst du noch hier weiter erkunden? Ja, ich gehe mal hier zu der Brücke. Und dann werden wir uns wieder Richtung Boss begeben. Oder so. Ach Gott, das ist noch eins wieder, diese Viechern. Oh, und da ist nochmal was Cooles. Oh nein. Komm, schnapp ihn dir. Der explodiert eventuell auch. Nee, okay, der. Und der hat mir wieder meine Flaschen aufgefüllt, was immer nett ist. Ach, da ist wieder so ein Kürbiskopf. Und, ah, guck mal, da ist wieder ein Grace.
Sehr praktisch. Ja. Ja. Okay, es leuchtet schon sehr hell, das Grace. Das Grace, dead, das Grace. Und die kommen wahrscheinlich nicht wieder. Aber es ist sehr praktisch, dass die sehr, sehr hell leuchten, weil ich dachte am Anfang, die sind so unscheinbar, aber sie leuchten sehr hell. Also ich würde dir natürlich wie immer Lebensenergie, das kann man immer aufleveln, habe ich gehört. Lebensenergie kann man immer. Und Endurance, Ausdauer, gell? Ausdauer. Kannst du schmieden, fragt Oliver Wagner. Oh, kann ich schmieden? Stimmt. Ich kann Aschen des Krieges einsetzen, aber die finde ich irgendwie... Weiß ich nicht, habe ich noch nicht so richtig damit anfangen was können. Ich hätte eigentlich auch gerne ein bisschen mehr Stärke, Stärke 16 für das Greatsword. Ich denke, das kann man immer gebrauchen. Nur an Schmiedestein, hat der Irrekoch geschrieben. Ja. Oder da, wo bei diesem einen... Ah doch, stimmt, an diesem Amboss. Erinnerst du dich noch? Da, wo doch auch der eine Händler war. Wie kann ich eigentlich meine Spells ausrüsten? Ich glaube, ich brauche einen Zauberstab wahrscheinlich dafür. Ich habe keinen. Echt? Hast du keinen? Nee. Nee, okay. Aber ich brauche auch keine Rüstung. Die sind eh viel besser. Aber Hauptsache, du hast das schöne Helmchen an. Das ist wichtig. Ja, Falchion. Und let's go. Ja, du denkst, du bist es, huh? Nimm dir jetzt ein. Denkst du bist? Totes Kürbispaar! Hat Kuchen geschrieben. Dass er keine Kopfschmerzen davon bekommt. Also ich würde davon Kopfschmerzen kriegen. Ich glaube, er weiß gar nicht, wo wir sind. Ich glaube, wenn wir keinen Lärm machen, dann... Stimmt. Wie dieser eine... Oh doch. Hä? Wie dieser eine Held in Demon's Souls. Tritt ihm in den Arsch und von der Brücke werfen. Ich glaube, das braucht man hier gar nicht. Nee. Der war echt ziemlich schlecht. Der Arme bekommt einen gusseisernen Käfig auf den Kopf gesetzt und Hamster will ihn abschlachten. Das tut mir schon ein bisschen leid. Irgendwie. Naja, gehen wir mal in die andere Richtung. Hello? Can you hear me? Ja. Help me. I'm stuck. Hello? Hello? Anyone? Okay. Jemand ruft um Hilfe. Das ist Siegmeier auf Katharina. Hello? Da. Can you hear me? Help me. What? I'm stuck. Hello? Nackter Hello? Typ mit Helm. What? Anyone? Na dann. Okay. Hi. Werf eine Banane. I'm so happy to see you. I am Alexander, also known as the Iron Fist. And as you can see, I'm stuck here. Hallo, Alexander. Please, can you help me out of this? Not okay. My thanks, a thousand thanks. Just give me a good smack from the rear with something nice and big. And I'll pop clean out, I'm sure. Don't dally. There's no need to fret. I'm very well trained. Give it your all, I say. Okay. Riesensiegel brechen. Ouch! Don't stop now, friend. Man, just keep clobbering away at the old. Put those doubts to rest. I'll be just fine. Also war das jetzt okay? Huh!
geil. Ich sehe da sicher keine negativen Konsequenzen. Well played, good sir. Well played. Though that mighty wallop of yours almost spelled the end of me. Well, I'm out now, and that's what counts. I thank you. And as a token of my appreciation, I'd like you to have this. Ja, danke schön. Oh, danke für Fleisch. Erhabenes Fleisch. Once again, the pleasure is mine. I am the warrior Jar known as Alexander. Iron Fist Alexander. Okay, die Krieger. I journey to Base. Where I intend to further my education in the ways of war. And beyond these lands lie the scarlet, rot-blighted Kaelid wilds. And upon their southern edge is Redmane Castle, in which a festival of combat is being held. Oh. I'd heard whispers of such festivities before. Doesn't the notion set your breast aflutter? Aber die Sprachausgabe ist ein bisschen leise. Also er möchte... Mach nicht den Topf auf, da kommt die Hexe von den Power Rangers. Ah. Hast du die Sprachausgabe nicht schon... Doch, ist auf Maximum, aber irgendwie ist trotzdem noch super leise. I'm heading to Redmane Castle on the southern end. I've heard there's to be... Ja, und wie bist du hier rein? Wie ist das überhaupt passiert? Wie konnte es sein, dass du so geendet hast? Darüber möchte er nicht reden, das er will ist nach peinlich. Osten, da findet ein Turnier statt. Ich meine, ich würde wahrscheinlich auch nicht darüber reden wollen. An seiner Stelle. Das sah schon ziemlich peinlich aus. Aber wir helfen ja immer und wir stellen keine Fragen. Richtig, genau, wir helfen. Jetzt läufst du wieder in die... Du wolltest eigentlich da unten weiterlaufen. Aber so ist es mit Open-World-Spielen. Sollen wir den kaputt machen oder einfach ignorieren? Aber jetzt läufst du ja wieder von da, wo du herkamst. Erinnerst du dich? Du wolltest doch nach da unten weiterlaufen. Ja. Oder? Ja. Ja. Genau. Also wir gehen jetzt nicht über die Brücke, weil die Brücke ist, glaube ich, erst eine Gegend, in die man später kommen soll. Genau, hier wolltest du ursprünglich weiter. Open World. Ich habe keine Ahnung, wo wir hingehen sollen. Open World. Was ist hier? Ich weiß es nicht. Open World. Vollkommen planlos durch die Nacht. Open World. Ich habe mich verlaufen. Wer hätte das gedacht? Und schon wieder die gleichen Gegner. Gott, ich liebe Open World Games. Sie haben schon... Ist da... Ist da eine Tür da hinten? Hier? Oh, nee. Nee. Das sah nur so aus. Also, es lädt zum Erkunden ein, aber vermutlich brauchen wir das alles auch nicht. Was ist das? Aber Lans Talisman. Aber du hast ja auch schon jetzt einiges erkundet. So ist es ja jetzt auch. Ja, ich glaube, den ganzen Anfangsbereich haben wir jetzt mehr oder weniger. Na, wie oft wurde bis jetzt gestorben? Hallo Ares. Hi. Es geht. Es ging wirklich. 5, 6 Mal. Glaub, aber auch nur beim Boss. Nee, und einmal bist du doch runtergefallen. Ah! Oh Gott. Noch lange nicht, wenn ich das von der Map her gesehen habe. Ja. Bist du mein Freund? Mit Sicherheit. Oder? Ach Gott, ja, er sieht nach einem Hellebarde. Er sieht nach einem sehr, sehr guten... Leuchtenden Freund. Guck mal meine Apps an. Fast wie im richtigen Leben. Da sind sie sogar noch ein bisschen definierter als im echten Leben. Ist das jetzt ein... Oh Gott. Aber du bist auch im echten Leben schon ziemlich definiert, so ist Danke. Es nicht. Der nächste Boss. So ein Mini-Boss, weil der hat ja keine richtige Leiste, so eine rote Leiste. Das ist eng. Aber good enough. Wir nehmen, was wir kriegen können. Terrakotta-Krieger. Richtig. Tobias, das ist ein richtig guter Name.
Mir geht's nämlich bei Tolo Mohammer. Auch so ein Terrakotta-Krieger? Ja. Aber der ist ja fast tot. Ja, richtig. Das hat mich auch gewundert. Wenn du jetzt noch ein, zwei Mal drauf hast, dann ist er kaputt. Sieht fast so aus, als hätte er von Anfang an keine Lebensenergie gehabt. Stimmt, Mann. Boah. Du machst jetzt so Semischaden. Na, ein bisschen geht schon. Ich meine, der ist ja auch irgendwie super langsam, der Typ. Ich glaube, treffen sollte er dich trotz allem nicht. Ja. Bei so großen Gegnern ist das Pferd natürlich praktisch, weil da ist ja deine Hitbox sehr viel größer. Aber die kleinen sind halt nicht so. Shadow of the Colossus lässt grüßen. Ja, und mein kleiner Piekser in seine Ferse hat ihm gefällt. Ja. Hat er uns das da gelassen? Sieht nicht so aus. Unfassbar. Kannst du den NCIT als Verbündeten rekrutieren? Oder nee, was ist NCIT? Das sollte nicht heißen, glaube ich. Oh, Entschuldigung. Kannst du den nicht als Verbündeten rekrutieren? Ach, manchmal. Klughamster! Aber hier liegen ganz viele von diesen rum. So das als wäre war das wohl Achilles. Ja. Möglich. Sehr gut möglich. In Terrakotta-Form. Irgendwie bin ich immer ziemlich enttäuscht, wenn man dann diesen Gegner kaputt macht und es gibt gar nichts. Ja. Ich finde das schon ein bisschen schade. Ein bisschen. Weil man sich ja schon auch erhofft, wenn man... Ah, oh, warte. Jetzt hast du ein Bild gemacht. Ups. Sorry. Hübsche Bilder. Oh. Steckt er den Kopf in die Erde? Wir haben was entdeckt. To live within death, sickening. Oh, da ist eine Tür, oder? Möglich? Ja. Willst du die Tür nicht aufmachen? Machen wir sie auf. Den nächsten Mini-Dungeon haben wir entdeckt. Tja. Nächster Mini-Dungeon. Wieder Katakomben. Ah, okay, dann sind wahrscheinlich die Katakomben die Dungeons. Ihr Mutter. Modelles. Mhm. Ja, manchmal ist das sehr klein. Das nur was ist, ich weiß auch nicht. Okay, ich würde mal sagen. Oh, ich habe Golden Seeds. Sollen wir eine Flask verbessern oder mehr machen? Anscheinend. Ja, okay, ich würde jetzt mal sagen, ist doch ganz gut vorangekommen in der Runde. Okay, wo ist eigentlich mein neues normales Schwert? Ich hätte doch mal ein normales Langschwert. Ach da, Longsword. Lordsword, Straight Sword. Ehrlich gesagt macht sowieso keinen Unterschied, welche von diesen Waffen ich benutze. Aber ich brauche noch ein bisschen Stärke, dann kann ich nämlich auch. Oh, Dexterity ist das eine. Ich denke 16 Stärke sollten wir haben, damit es gut funktioniert. Und wie viel haben wir? Wir haben gerade 12. Naja, okay. Wir können noch ein Level-Up machen und dann gehen wir, glaube ich, in den Total War Warhammer-Stream. Wenn das von den Zuschauern auch so gewünscht ist. Aber wir haben ziemlich viele Runen, die wir weghauen können. Aber ich brauche erstmal nur eine. Willst du nicht zumindest kurz reinschnuppern, was da unten kommt? Kurz reinschnuppern. Okay, aber ich weiß, das wird normalerweise nichts, wenn du kurz reinschnupperst, dann... Ist plötzlich eine halbe Stunde vergangen. Ich will dich da jetzt überhaupt nicht dazu drängen. Ich gehe gerne. Ich schnupper gerne mal rein. Denn ich vermute mal, die Zuschauer sind ja eher für Warhammer da. Tja,
Ja. Was ja auch okay ist. Ich meine, dieser Kanal ist ja auch vorrangig für Warhammer Total War. So ist es ja jetzt nicht. Ich brauche Mortal Empire Kampagne. Nahezu alle Kampagnen jetzt durch. Das ging aber schnell. Oh, endlich wieder Skelette. Skelette. Ich kann mal aber auch wieder mal meine Sachen anziehen, weil ich glaube, hier bauen wir jetzt nicht mehr diese mega heftige Beweglichkeit. Aber vergiss nicht, Hamse, du hast ja auch nicht nur für dein Vergnügen gespielt, sondern auch für die KM, für die Zuschauer. Also stell dir mal vor, du hättest nur für dich privat gespielt, da hätte es ja auch schon sein können, dass du alles schon durch hast. Oder vieles. Ja. Oder deutlich mehr. Oder was meinst du? Ich will nur kurz einmal probieren, ob ich den irgendwie parieren kann. Ich kann. Parieren ist unglaublich nützlich und notwendig. Ja, aber irgendwie. Ah, doch. Man muss nur den richtigen Zeitpunkt erwischen. Und bei diesem Xbox-Controller ist es leider so, dass. Also, er kommt natürlich wieder. Wie üblich bei den Untoten, dass man ein bisschen früher drücken muss, weil die Taste so. Ach nee, das ist auch wieder so. So. Mhm. Ich frage mich, ob er mehrmals zurückkommt. Stimmt, das können wir ausprobieren. Und dann entlasse ich dich und die Zuschauer in den Warhammer-Stream. Dann fängst du 10 Minuten später an. Ich hoffe, das verkraftest du. Haben's da? Ja, muss ich nur trauen mit dem Parieren. Dann funktioniert das auch. Jetzt haben wir ihn das zweite Mal gekillt. Oh nein. Er kommt immer wieder. Gegen Regeneration hilft Feuerschaden. Hab ich auch gehört. Ja, okay, ich meine. Immerhin fühlt es mit der Parade schon mal besser. Nicht, dass du noch drauf gehst. Naja, ich hab eine Heilung. Naja, und du übst ja jetzt hier gerade auch tatsächlich parieren. Du gehst ja jetzt erstmal nicht weiter. Ja, okay. Du kannst back zu deinem Grace. Wir gehen. Und dann geht's weiter mit Total Warhammer. Diesmal gehen wir in die Multiplayer-Schlachten. Also, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Bis bald. Aber wahrscheinlich erst wieder. Jetzt unter der Woche eher nicht. Da bist du ja auch nicht da. Mhm. Sondern dann eher Ende nächster Woche. Ja. Also, bis bald. Bis gleich in Total Warhammer. Ciao. Tschüss. Oh, wir glitzern ein bisschen.